A3.2. Berechnen Sie die Oberflächeninhalt O des Körpers, der durch Rotation an der Achse M1S entsteht, runden Sie dabei auf eine Stelle nach dem Komma. Also wir müssen einen Oberflächeninhalt berechnen des Körpers und zusätzlich gilt auf eine Stelle nach dem Komma runden. Schauen wir uns an, hier den Körper haben wir schon, wir kennen auch schon ein paar Größen. AN, also der Radius 1 mit 2 und der Radius R2 mit 4. Zusätzlich noch hier die FM2 mit 0,8 und dann können wir noch SM1, das waren die 10. So, und noch die SM2 ist ja gleich groß wie der Radius 2, also 4. Gut, wir müssen den Oberflächeninhalt berechnen. Schauen wir jetzt mal nach, was für Körper wir haben. Also hier unten ist eine Halbkugel drin. Hier in der Mitte sehen wir, mach's mal farbig so, dass es hier im Prinzip so ein Dreieck gibt. Wenn ein Dreieck anfängt sich zu drehen, bekommen wir einen Kegel. Diesen Kegel bekommen wir zweimal, nämlich hier den großen Kegel und hier oben drin einen kleinen Kegel. Also Kegel haben wir hier und oben drin, hier haben wir nochmal eine Halbkugel. So. Das ist schon mal wichtig, weil jetzt können wir in der Formelsammlung die passenden Formeln nachschlagen. Sind bei mir hier zu finden, die Rotationskörperzylinder haben wir keinen drin, deswegen können wir den rausnehmen. Aber hier haben wir die, ja, fangen wir mal unten an, haben wir die Kugel mit der Oberfläche und hier mittendrin den Kegel mit der Mantelfläche bzw. auch die Oberfläche, je nachdem was wir dann nachher brauchen. Okay, nächster Schritt ist überlegen, aus welchen Teilen hier diese Oberfläche dieses gesamten Rotationskörpers besteht. Das schreibe ich einmal allgemein auf, also Oberfläche gesamt ist gleich. So, ich gehe jetzt nochmal von unten nach oben durch, was wir alles brauchen. Also unten haben wir die Halbkugel. Dann brauchen wir genau dieses Ding, wenn sich das anfängt zu drehen. Dann ist es die Mantelfläche von der Halbkugel. Mantelfläche, kleine Halbkugel. Weil oben haben wir nochmal eine Halbkugel und die ist etwas größer, deswegen unterscheide ich so. Also Mantelfläche von Halbkugel, jetzt nur aufpassen, hier in der Formelsammlung gibt es keine Halbkugel, deswegen müssen wir von der Kugel aus starten. Hier gilt, die Mantelfläche einer Halbkugel ist die Hälfte von der Oberfläche einer ganzen Kugel. Also nimmt man hier diese Formel und teilt sie durch 2, dann kriegt man die Mantelfläche raus. So, die komplette Oberfläche der Halbkugel brauchen wir nicht, weil dieses Stück hier ist ja eine Klebefläche, da ist der Kegel draufgeklebt. Ich stelle es mir vor, wenn ich was zum Beispiel einen Pinsel nehme und diese Figur anmale, dann kann ich ja in diese Klebefläche nicht reinmalen. Ja, dann müsste ich ihn erst auseinandersägen, aber dann wäre der Körper kaputt. Also Klebeflächen werden nicht angemalt und werden dann auch nicht gebraucht. So, als nächstes kommt der Kegel. Vom Kegel brauche ich genau diese Teile. Das sind Stücke des Mantels, weil der Kegel oder Mantel des Kegels geht ja noch weiter hoch. Ja, ich zeige es hier noch oben ein. Also das ist der Mantel des großen Kegels. Den brauche ich auf jeden Fall auch. Mantel großer Kegel. So. Und jetzt oben diese Spitze, die wird hier runtergesägt bzw. ist nicht dabei. Die muss ich also wegnehmen. Und was ist das, was ich wegnehme? Ja, nichts anderes als der Mantel des kleinen Kegels. Ja, also minus Mantel kleiner Kegel. Und damit bleibt genau hier dieser grüne Teil übrig. Gut, als nächstes brauche ich nämlich dieses Stück. Ja, das ist wieder die Mantelflächen von der großen Halbkugel. So, und jetzt fehlt noch dieser Teil hier drin. Stellen wir uns mal vor, das Ding fängt an zu rotieren. Was entstehen hier? Hier haben wir einen kleinen Kreis und einen großen Kreis drin. Also im Prinzip einen Kreisring. Den berechnen wir da einfach, wenn man sagt, Fläche vom großen Kreis minus Fläche vom kleinen Kreis. Also das ist auch kein Problem. Jetzt habe ich natürlich zu viel rausgelöscht. So. Also plus der Grundfläche vom großen Halbkreis, von der großen Halbkugel. So. Und minus die Grundfläche vom kleinen Kegel. So, unsere Oberfläche halt, machen wir es noch an. Das wird zugerechnet und der rote Teil wird da abgezogen. So, wenn wir jetzt das Grüne betrachten, müsste eigentlich alles aufpassen, nochmal durchgehen. Hier, vielleicht nicht mit Rot.
Mache ich mal gelb drunter. Mantel kleine Halbkugel haben wir unten drin von A nach B. Dann Mantel großer Kegel ist dieses Stück minus Mantel kleiner Kegel, also das rote Stück oben dran, das passt auch. Mantel große Halbkugel, das ist der Teil hier, passt. Dann die Grundfläche von der Halbkugel wäre hier der komplette Kreis unten drunter. Da wir allerdings in der Mitte einen Kreis aussparen müssen, ziehen wir die Grundfläche vom kleinen Kegel ab. Wunderbar, haben wir also alles. Jetzt gehe ich dran, die einzelnen Teilflächen zu berechnen. Ich fange an mit dem Mantel der kleinen Halbkugel. So, ist gleich. Und jetzt, wie gesagt, brauche ich die entsprechenden Formeln dazu. Schlage ich eine Formelsammlung nach. Hier heißt jetzt Oberfläche von einer Kugel 4 mal Radiusquadrat mal Pi. Halbkugel, Mantelfläche ist die Hälfte davon. Also können wir aufschreiben, 4 mal der Radius ist die Strecke AM1 zum Quadrat mal Pi. Halt, Moment, der unten ist ja nur 2. So. Gut, das rechnen wir aus, weil AM1 kennen wir ja schon mit 2 cm. Ach Quatsch. War ich zu schnell? So rum. 4 mal, kommt ja aus der Formel, 4 mal Radius Quadrat mal Pi. Und weil wir nur die Hälfte brauchen, geteilt durch 2. Und natürlich, wenn ich hier 4 geteilt durch 2 rechne, kriege ich natürlich die Halbkugel raus. Also, da war ich jetzt einen Schritt zu schnell. Aber egal. Man kann es ja auch sofort in den Taschenrechner eingeben. 4 mal 2 Quadrat mal Pi geteilt durch 2. Und da kommt einen Wert von 25,1 Quadratzentimeter raus. So, nächster Teil. Mantel des großen Kegels. Schauen wir in die Formelsammlung. Mantel ist Radius mal Pi mal S. Radius ist die Strecke AM1 mal Pi mal S. S ist die Seitenkante, kann man hier aus der Zeichnung raus erkennen, wäre in unserem Fall also die Strecke AS. So, jetzt gibt es ein kleines Problem, weil die AS kennen wir noch nicht. Die müssen wir erst berechnen. Suchen wir uns ein Dreieck, in dem die AS drin liegt. Dann finden wir sofort das Dreieck AM1S. Es ist rechtwinklig, wir kennen unten die Strecke AM und die Strecke M1S ist ja auch bekannt mit 10 cm. Die dritte Strecke ist gesucht, also ein klassischer Pythagoras. Daraus folgt, AS zum Quadrat, das ist die Hypotenuse, ist gleich Kathete Quadrat plus Kathete Quadrat. So, setzen wir ein. AM waren 2, also 2 Quadrat plus 10 Quadrat. Das kann man jetzt entweder mit dem Solver auflösen oder wir nutzen die Wurzel zur Hilfe. Weil dieses Quadrat oben kann ich immer mit der Wurzel auflösen. Dann folgt daraus, AS ist gleich Wurzel aus. Schreiben den Teil einfach ab. Geben es genauso in den Taschenrechner ein. Und dann kommen raus 10,2 cm. So, das setzen wir oben in unsere Flächenformel nochmal ein. Ja, Mantelformel vom großen Kegel ist gleich AM1 waren die 2 mal Pi und mal hier 10,2. Und Taschenrechner einsetzen, kommt 64,1 Quadratzentimeter raus. Gut, als nächstes Mantel kleiner Kegel. Kleiner, als so habe ich es geschrieben, kleiner Kegel. Schaue ich hier oben rein. Die FM2 ist bekannt mit 0,8. Halt, doch, das ist der Radius, genau. Ist wieder Flächenformel Radius mal Pi mal S. Radius ist FM2 mal Pi und mal die Seitenkante wieder, das wäre die Strecke SF. SF ist wieder nicht bekannt, aber wir sehen, es liegt wieder im rechtwinkligen Dreieck. Die 0,8 sind bekannt und oben hier die SM2 mit 4 cm sind bekannt, das ist hier der Radius. Und deswegen kann ich auch hier wieder mit dem Pythagoras die Strecke SF ausrechnen. Halt. Also, es gilt SF zum Quadrat, Hypotenuse Quadrat. Ist gleich Kathete Quadrat plus, oh, da oben habe ich sogar ein Quadrat vergessen, plus
m2s, andere Kathete zum Quadrat. So, setz mal ein. SF2 hoch 2 ist gleich, das waren die 0,8 zum Quadrat plus 4 Quadrat. Wieder mit dem Solver lösen oder per Wurzel. Dann folgt daraus, SF ist gleich die Wurzel aus 0,8 Quadrat plus 4 Quadrat. Und da ist ein Taschenrechner eingeben und kommt raus 4,1 Zentimeter. Jawohl, oben in die Mantelformel einsetzen. Mantel kleiner Kegel ist gleich. FM2 waren die 0,8 mal Pi mal die 4,1 von gerade eben. Und mit Taschenrechner ausrechnen sind 10,3 Quadratzentimeter. Jawohl. So, muss ich nach oben schauen, was kommt als nächstes. Wir haben Halbkugel, großer Kegel, kleiner Kegel. Jetzt kommt die große Halbkugel. Halbkugel brauchen wir die Oberflächenformel von der Kugel. 4 mal Radius Quadrat mal Pi. Radius haben wir hier angegeben mit 4 cm mal Pi. Und die muss dann halbiert werden. Ist also alles bekannt. Wir müssen hier dafür nichts ausrechnen. Oberfläche, Mantelfläche, große Halbkugel ist gleich 4 mal Radius Quadrat. Radius war, nehmen wir die Strecke EM2. Zum Quadrat mal Pi. Und das Ganze noch geteilt durch 2 für die Halbkugel. Ja, setzen wir ein. 4 mal EM2 waren 4, also 4 Quadrat mal Pi geteilt durch 2. Taschenrechner eingeben und dann kommt ein Wert von 100,5 raus. Jawohl. Als nächstes haben wir die Grundfläche von der großen Halbkugel. Grundfläche oder Deckfläche sind immer Kreise. Schauen wir mal schnell die Kreisformel her. Flächeninhalt eines Kreises haben hier stehen in der Formelsammlung Radius Quadrat mal Pi. Radius ist die Strecke EM2, ist bekannt mit 4, also können wir den auch sofort ausrechnen. Grundfläche der großen Halbkugel. So, warten bis der Stift wieder da ist. Da ist er wieder. So, große Halbkugel ist gleich, wo wir jetzt beim Kreis, also Radius Quadrat mal Pi, EM2 Quadrat mal Pi. So, EM2 waren 4, also 4 Quadrat mal Pi. Und das kann man schnell ausrechnen mit 50,3. Und das letzte ist noch die Grundfläche des kleinen Kegels. Wiederum Radius Quadrat mal Pi. Schauen wir uns schnell an, was ist hier der Radius vom kleinen Kegel? Das war die Strecke FM2 mit 0,8. Also ist gleich 0,8 Quadrat mal Pi ist gleich Taschenrechner 2,0 Quadratzentimeter. Genau, so, jetzt müssen wir noch die ganzen Ergebnisse entsprechend addieren und subtrahieren, wie wir es oben in der Formel gemacht haben. Hier schnell am Zwischenergebnis, das ist der Mantel. Dann haben wir hier den nächsten. Dann brauchen wir den hier. Und die beiden. Gut, 6 Stück. Jawohl. Also Mantel kleine Halbkugel 25,1. Jetzt muss ich immer ein bisschen hin und her scrollen. Gesamt ist gleich 25,1 plus Mantel vom großen Kegel. Das waren hier 64,1. Minus Mantel vom kleinen Kegel, also die 10,3 plus der Mantel von der Halbkugel, der großen, plus der Grundfläche von der Halbkugel minus die Grundfläche vom kleinen Kegel. Und das jetzt in Taschenrechner eintippen und dann kommt ein Wert von 227 Quadratzentimeter raus. Genau. 227,7 waren es, glaube ich, wenn ich mich jetzt gucke ich lieber nochmal nach. Da habe ich eine 7 vergessen. Gut, passt.